Das war am Anfang der Horror. Wir haben wirklich, es war sehr schwierig, Investoren zu finden. Thema Wachstum. Eure Wachstumsstrategie kann man ja schon ein bisschen als aggressiv bezeichnen. Kannst du denn was dazu sagen, wie viel dein Startup gerade wert ist? Wenn man es schafft, zu bootstrappen, dann ist es der Wahnsinn. Ich bin Pauline, Redakteurin bei Gründerszene und ich spreche heute mit Moritz Kreppel, einem der Gründer von Urban Sports Club. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Urban Sports Club bietet seit 7 Jahren eine Fitness-Flatrate an. Das heißt, Nutzer können dafür eine monatliche Gebühr in verschiedenen Fitnessstudios oder auch anderen Sportstätten Sport machen. Investoren finden die Idee ja auch sehr gut. Zuletzt habt ihr im Oktober 2018 einen Millionenbetrag eingesammelt. Wie sieht's jetzt aus? Kommt bald wieder die nächste Finanzierungsrunde? Wird tatsächlich wieder kommen. Wir haben gerade eine interne Runde wieder gemacht, die wir noch nicht kommuniziert haben. Wo wir auch die Höhe noch nicht kommunizieren. Aber die externe Runde wird entweder dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres wiederkommen. Genau. Okay. Diese interne Runde, wieso kommuniziert ihr die jetzt nicht größer? Ist jetzt für uns nicht so das große Thema. Es geht einfach nur um eine Beschleunigung des Wachstums. Mhm. Und ist jetzt keine Publicity, keine PR-Story für uns. Das wäre jetzt kein großes Thema. Ja, okay. Und ansonsten, ihr seid jetzt 7 Jahre alt, habt schon diverse Runden abgeschlossen und auch schon, ja, seid ja auch recht erfolgreich. Viele vermuten, dass ihr vielleicht auch bald einen Exit macht. Kannst du dazu irgendwas sagen? Sehr gerne. Ist für uns überhaupt kein Thema. Okay. Also sowohl für mich als auch mein Mitgründer Benjamin Roth. Wir haben unheimlich viel Spaß daran, was wir machen. Also das ist genau der Traumjob, den wir seit Ewigkeiten machen wollten. Wir bauen da was Tolles auf, haben damit einen Impact. Das Ziel, also die Mission, die wir uns gesetzt haben, ist ja, Menschen zu inspirieren, gesündere Leben zu führen. Und das läuft gerade echt gut. Wir machen das für immer mehr Menschen in Deutschland, aber auch darüber hinaus. Und dazu würde ein Verkauf viel zu früh kommen. Also eher andersrum. Wir haben ja etwas unüblich vielleicht eine ganze Reihe von M&As bisher gemacht. Zusammenschlüsse oder Übernahmen mit anderen Startups. Und das wird auch weitergehen. Also eher in der Richtung, die Konsolidierung nach vorne zu treiben. Okay. Kannst du denn was dazu sagen, wie viel dein Startup gerade wert ist? Wir machen keine Kommentare dazu. Okay. Sorry. Was ihr ja auch nicht so gerne kommuniziert, glaube ich, sind die Nutzerzahlen. Ne? Könnt ihr da was Konkreteres mal sagen? Sehr konkret leider auch nicht. Mhm. Wir sind im sechsstelligen Bereich. Also zwischen 100.000 und 999.000. Insgesamt was unsere Mitglieder anbelangt. Weitere Einzelheiten dazu geben wir da noch nicht raus. Ihr habt allerdings letztens im Tagesspiegel gesagt, dass ihr in Berlin mehrere 10.000 Nutzer habt. Mhm. Ist das eine Zahl, womit ihr jetzt schon profitabel seid? Tatsächlich Profitabilität, es geht uns da jetzt noch nicht so auf Profitabilität, es ist eher noch ein Wachstumscase, wo wir schauen, wie können wir weiter wachsen. Mhm. Die Metriken dahinter, also die Margen, die wir haben, die funktionieren, das ist ein Modell, was funktioniert, aber das jetzt auf Profitabilität zu trimmen, ist für uns noch aktuell ein bisschen zu früh. Mhm. Da ist einfach der Markt noch zu sehr am Anfang. Mhm. Wenn es jetzt noch zu früh ist, wann ist das so, wann wollt ihr profitabel werden? Ist aktuell noch kein Thema. Werden wir in den nächsten ein, zwei Jahren schauen mit den Investoren, wie dann die Pläne aussehen. Aktuell ist der Plan ganz klar weiter aufbauen, das Team weiter aufbauen, mehr Mitglieder gewinnen und unser Produkt verbessern. Ganz, ganz großer Fokus. Okay. Thema Wachstum. Eure Wachstumsstrategie kann man ja schon ein bisschen als aggressiv bezeichnen. Ihr habt ja, glaube ich, in 3 Jahren 4 Startups aufgekauft oder 4 Wettbewerber aufgekauft. Erinnert ja so ein bisschen an die Flixbus-Strategie, die dafür auch teilweise Kritik bekommen haben, weil sie sich ja ein Monopol damit aufgebaut haben. Habt ihr auch ähnliche Kritik bekommen? Bisher nicht. Und auch ganz klar zu sagen, das Wachstum bisher von uns ist fast komplett organisch. Also wir haben klar Übernahmen gemacht. Viel davon waren Acquihires. Also jetzt in Portugal zum Beispiel haben wir eine sehr kleine Firma übernommen mit einer Mitarbeiterin, also einer Gründerin. Die ist dann bei uns ins Team gekommen, leitet da jetzt das gesamte Partnermanagement-Geschäft, also die ganze Studioseite. Das hat jetzt kein Wachstum gebracht. Das hat uns ein bisschen Geschwindigkeit gebracht, weil wir dadurch die lokale Entity hatten. Wir hatten vor allen Dingen eine Mitarbeiterin, die unternehmerisch unterwegs war, die sich identifiziert hat mit dem Produkt, die den Markt kannte. Also das ist dann eher der Grund, warum wir da die Übernahme gemacht haben. Aber groß aggressiv würde ich da jetzt eher nicht sehen. Es ist ein Wachstum, was auf zwei Säulen beruht. Einmal organisch und einmal anorganisch. Das auf jeden Fall. Mhm. Gewisse Ähnlichkeiten mit Flixbus sind da mit Sicherheit gegeben. Mhm. Aber nicht vergleichbar von den Summen, von den Marktanteilen und so weiter. Mhm. Thema Wettbewerb. Ihr habt jetzt ja seit Mai, glaube ich, einen neuen Wettbewerber, der jetzt auch nicht gerade klein ist. ClassPass aus den USA.
Wie geht ihr damit um, dass jetzt auf einmal noch so ein großer Player auf dem Markt ist, der das Gleiche macht wie ihr? Ja. Also ist ein bisschen was anderes, was die machen. Der Fokus ist mehr auf Boutique-Fitness. Wir sind einfach sehr viel breiter aufgestellt. Boutique-Fitness? Boutique-Fitness ist sehr viel Yoga-Studios, das ist Cycling-Studios, sowas in die Richtung. Haben es auch ein bisschen ausgeweitet, aber wir sind da deutlich breiter aufgestellt vom Angebot, weil unser Ziel ist wirklich, alles abzudecken. Hm. Und da schauen wir eher auf uns, da schauen wir jetzt nicht auf den Wettbewerb. Wir wollen Sachen wie Tennis, Teamsport, also bis zu Wasserski, Skifahren im Winter, Surfen in Barcelona, versuchen wir alles abzudecken. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, die Einzigen, die das wirklich machen. Ansonsten begrüßen wir Wettbewerb, ist für uns jetzt kein großes Problem oder kein großes Thema. Ich glaube, der Markt ist groß genug, da können auch mehrere Player sein. Insofern, ja. Gehen wir am besten direkt mal weiter oder bleiben wir mal beim Thema Geschäftsmodell. Ja. Da würde mich mal interessieren, wie sich das jetzt genau rentiert. Weil ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der hat diese M-Mitgliedschaft. Also der zahlt 60 Euro, sind das ja dann, glaube ich, im Monat. Und der geht dreimal die Woche zum Yoga und einmal die Woche bouldern. Und wenn er das jetzt so bezahlen würde, würde der auf 55 Euro die Woche kommen. Wo der ja schon bei einer Woche fast über der Monatsgebühr drüber ist. Lebt ihr also so von dieser No-Show-Rate? Was meinst du mit No-Show-Rate? Dass Leute praktisch die vielleicht diese M-Mitgliedschaft haben, nur einmal im Monat Sport machen. Ja. Also das ist ja das klassische Fitnessstudio-Konzept. Ne? Also man schließt einen Vertrag ab, 12 Monate und geht da nicht mehr hin. Mhm. Das ist bei uns nicht so. Das sind monatliche Verträge, also ich kann immer zum Ende des nächsten Monats kündigen. Wenn ich keinen Sport mehr mache, dann mache ich das vielleicht 1-2 Monate, aber dann kündige ich auch. Ne? Mhm. Das ist einfach nur rational. Wenn ich keinen Sport mache, 59 Euro ist auch nicht so wenig Geld. Ja. Ne? Bei 99 oder 129 noch mehr. Also insofern, das passiert dann schon, dass Leute kündigen, wenn sie keinen Sport machen. Also wir haben ein Interesse daran, dass Menschen Sport machen. Die 55 Euro, die der Kollege von dir da berechnet hat, das sind natürlich die normalen Preise, die er als Endkunde kriegen könnte. Wir zahlen da deutlich andere Preise, weil wir auch andere Nutzer bringen. Mhm. Also insofern, das ist schon da ein bisschen was anderes. Aber um auf den Kern der Frage zurückzukommen, es gibt User, mit denen wir negativ sind. Das ist auch so gewollt im System, im Produkt. Das haben wir am Anfang lange überlegt, wie attraktiv wir das Angebot machen. Und je attraktiver man das Angebot macht, desto mehr hat man auch Mitglieder, die negativ werden von der Marge her. Mhm. Weil die einfach zu viel Sport machen und damit dann mehr Kosten, als wir Einnahmen haben. Mhm. Wir könnten das Modell jetzt weniger attraktiv machen, dann hätten wir weniger Leute, die Heavy User wären, wo wir ins Negative rutschen würden. Dann wäre das Gesamtprodukt aber weniger attraktiv. Und da haben wir uns ganz klar dazu entschieden, wir wollen ein sehr attraktives Modell haben, wo wir mit einem bestimmten Teil von Heavy-Usern auf jeden Fall ins Minus rutschen, aber was gesamthaft für alle Mitglieder profitabel und nicht profitabel, sondern nicht nur profitabel, sondern auch attraktiv ist. Und das funktioniert sehr gut, weil diese Heavy-User, wie jetzt vielleicht dein Kollege, die wissen halt, das Modell ist einfach super, was sie da bekommen. Und das sind dann häufig auch die Leute, die ganz viel Werbung dafür machen. Ne? Die erzählen ihren Freunden davon, ey, das ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Und so gewinnen wir wieder neue Mitglieder darüber. Mhm. Insofern, die Einzelfallbetrachtung, nur auf den Kollegen zu schauen, reicht da nicht. Man muss dann schauen, okay, wie viel Sport macht er und wie viele Mitglieder wirbt er noch für uns. Ja. Und dann ist er mal im Urlaub oder mal auf einer Dienstreise. Also man überschätzt sich dann auch leicht, wie viel Sport man insgesamt macht. Nicht dass der Kollege sich überschätzt, aber ich merke es bei mir. Also wenn du mich jetzt fragst, wie viel Sport ich mache, ist immer noch meine normale Antwort 2-3 Mal die Woche. Mhm. Ja, das ist so das, was ich von mir denke. Die Realität ist ein bisschen niedriger. Also das schaffe ich dann leider nicht ganz. Manchmal schaffe ich es, manchmal auch nicht. Vielleicht mal zum Thema Expansionsstrategie. Ihr seid jetzt ja in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal. Erstmal die Frage, wie läuft es in den Ländern? Läuft gut. Sind wir sehr verschieden vom Status her. Also jetzt Portugal oder Spanien sind wir noch sehr früh. In Portugal sind wir in einer Stadt bisher, in Lissabon. Ach so. Da kommt jetzt die zweite Stadt, Porto kommt diesen Sommer. In Spanien sind wir in 4 Städten, aber auch da noch ganz am Anfang. Also das kann man nicht ganz mit Deutschland vergleichen, aber entwickelt sich bisher sehr gut. Das zeigt einfach, dieses Modell funktioniert in den Ländern, aber dann auch für die deutschen Mitglieder funktioniert es auch sehr gut. Also wir hatten, als wir Portugal announced haben, dass wir dahin gehen, ich weiß gar nicht, wie viele Leute angerufen haben bei uns, um sich zu bedanken, dass sie jetzt auch in Lissabon surfen gehen können. Mhm. Ja? Weil das ist ja alles in einer Mitgliedschaft immer mit drin. Das heißt, man kann sich da ein Surf Brett leihen. Genau. Okay. Ja, ganz genau. Kannst du deine, oder einen Surfkurs sogar, kannst du eine Surfstunde mitmachen. Können wir in Lissabon, ich glaube, in Barcelona geht es auch. Also je mehr Länder, je mehr Städte wir ins Angebot nehmen, desto besser wird das Angebot ja auch für unsere bestehenden Mitglieder in Deutschland. Insofern, da ist das Feedback dann sehr gut.
Und das bleibt auch nicht bei den 5 Ländern. Also da kommen dieses Jahr auf jeden Fall noch 1-2 Länder dazu. Okay. Das heißt, ihr expandiert dann wirklich mehr für die deutschen Nutzer als für die Nutzer in dem jeweiligen Land? Ganz klar beides. Ne? Mhm. Also es ist auf jeden Fall auch für die Nutzer in dem Land. Und wenn es in dem Land nicht funktionieren würde, dann reichen die deutschen Mitglieder auch nicht. Also so viel wird dann doch nicht gereist. Aber es muss beides sein. Also wir wollen achten schon drauf, auch für bestehende Mitglieder das Angebot zu verbessern. Mhm. Okay. Wie viele Sportarten kann man bei euch insgesamt machen? Über 50 kommunizieren wir. Mhm. Wahrscheinlich, wenn man alle Subkategorien noch nimmt, ist es dann deutlich, deutlich mehr. Ja. Aber das Ziel ist, wir wollen alles anbieten, was man machen möchte. Ja. Genau. Weißt du noch, wie viele Sportarten das am Anfang waren, als ihr gestartet seid? Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, es waren ungefähr 25 Studios, 2025. Und das war echt Januar 2013. Mhm. Und wir dachten, 25 Studios in Berlin, also genau, es war nur Berlin, wir dachten, Haken dran. Ja? Mhm. Das ist das größte Sportangebot, was es gibt. Mhm. Jetzt können die Mitglieder kommen. Hat null funktioniert. War auch gebootstrapped, also ohne Investoren, ohne Investment, ohne großes Marketingbudget. Aber da haben wir wirklich gelernt, man braucht mehr. Man braucht mehr Studios, man braucht mehr Sportarten. Ja. Und die Idee ganz am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, was wir machen wollen, war Fitness, Yoga, Fußball. Das waren so 3 Sportarten, von denen wir aus gedacht haben. Mhm. Aber das war eher unser Use Case von Benjamin und mir. Mhm. Das war so der Anfangspunkt. Aber bevor wir gestartet sind, waren auf jeden Fall noch mehr Sportarten dabei. Mhm. Kampfsport hatten wir dabei. Ihr hattet auf jeden Fall 11. Ich habe nämlich mal sehr, sehr gut. Okay. Über dieses Internetarchiv, da habe ich mir mal eure erste Website angeguckt. Ach, spannend. Ja. Ja, die sah auch noch ein bisschen anders aus. Ja, und ich habe sogar gesehen, ihr hattet da sogar noch eine Mitgliedskarte. Genau, tatsächlich. Also die ersten Mitglieder, es gab keine App, war gebootstrapped, also wirklich ohne Investorengeld. Und das war eine Plastikkarte, schäme ich mich jetzt noch drüber, wenn ich drüber nachdenke, wie sie aussah, die wir am Anfang selbst noch fast gebastelt haben. Also das war aufregend am Anfang. Und die haben die dann vorgezeigt in den Studios? Genau, ganz genau. Und dann gab es Listen, wo man sich mal eingetragen hat. Und die wurden am Monatsende uns dann zugefaxt oder sind mit E-Mail geschickt. Es gibt Wettbewerber, die machen das immer noch so, aber bei uns, das würde nicht mehr gehen. Ne? Also bei über 7000 Studios kann man keine Listen mehr bearbeiten. Ja. Aber hat lange funktioniert tatsächlich. Wie lange? Mehrere Jahre haben wir das gemacht. Ach krass, okay. Ja. Genau. Ihr wisst ja ganz genau, welchen Sport eure Nutzer am liebsten machen, wann sie ihn machen, wo sie ihn machen. Ihr sammelt ja also super viele Daten. Was könnt ihr mit diesen Daten machen? Wir machen bisher noch sehr wenig mit den Daten. Bisher sind wir der Aggregator. Ne? Wir haben die Plattform und da kann jedes Mitglied finden, was er oder sie möchte. Ne? Das ist so der Ansatz bisher. Was jetzt als nächsten Schritt kommen wird, sind intelligentere Sachen, die darauf basieren. Also woran wir arbeiten, sind Trainingspläne, die wir anbieten wollen. Ne? Dass man sagen kann, okay, ich habe das und das Ziel, das möchte ich erreichen und darauf basierend kriege ich dann Vorschläge von uns. Okay. Oder wir wissen, du warst beim Yoga und beim Schwimmen in den und den Gegenden, dann machen wir den Vorschlag, probier doch mal das und das. Ja? Und das machen wir bisher noch nicht, wird aber kommen. Weil das ist genau der Mehrwert wieder. Wir wollen auch da wieder mit der Kündigungsfrist, wir wollen ja, dass die Mitglieder Sport machen. Mhm. Das ist das Hauptthema bei uns. Insofern da intelligente Vorschläge zu machen, sind da extrem wichtig. Mhm. Das heißt, ihr wollt irgendwie so ein bisschen mehr Tech auch werden? Genau, also das ist ein Riesenfokus bei uns, auch was Einstellungen anbelangt. Das Tech-Team deutlich hochgefahren, Product Tech dieses Jahr. Das ist einer der großen Fokusthemen bei uns. Genau. Thema Bootstrapping. Ich spreche ab und zu mit Gründern, die eben auch eigenfinanziert oder ihr Startup eigenfinanziert haben. Und da höre ich ganz oft, sind wir auch sehr froh drum, weil so haben wir keinen Druck von Investoren. Wie ist das bei euch? Musstet ihr schon mal irgendwas machen, nur weil das die Investoren wollten? Nur weil das die Investoren wollten? Ich glaube, wir haben da inzwischen wirklich Glück mit den Investoren, die wir haben. Dass wir da komplett aligned sind. Und insofern gab es jetzt tatsächlich noch nicht, dass wir das Investoren gesagt haben, das könnt ihr nicht machen. Mhm. Das Land könnt ihr nicht machen, das Produkt könnt ihr nicht machen. Ganz im Gegenteil. Also die haben da komplett die gleiche Strategie wie wir und unterstützen uns dann sehr, sehr, sehr stark. Also da jetzt eher Glück bisher. Aber es läuft halt auch ganz okay. Insofern hatten wir jetzt noch nicht die Situation, wo es irgendwie nicht läuft. Und da hattest du davor Angst, als die Investoren bei euch eingestiegen sind, dass solche Situationen kommen? Ist halt, man überlegt hat das schon ganz klar. Ne? Also, weil man verbringt dann auch viel Zeit mit den Investoren. Ne? Und man tauscht sich viel aus mit den Investoren. Das heißt, es muss schon sehr gut passen. Wir sind da immer wählerischer geworden, wem wir reinholen. Weil man arbeitet dann wirklich sehr lange auch zusammen. Ne? Ja.
Gab es eigentlich in den vergangenen 7 Jahren auch mal Momente, wo du an Urban Sports Club gezweifelt hast? Also wir hatten, wieder zurück zur Bootstrapping-Phase, wir hatten 3 Deadlines, die wir uns gesetzt haben, weil es ging nicht voran, wir haben keine Investoren gefunden, Wachstum war so ein Mini-Bereich und irgendwie alle paar Tage mal ein Mitglied gewonnen, so in die Richtung. Und das Geld geht aus und um einen herum das ganze Umfeld sagt, Moritz, was machst du da eigentlich? Ja? Und haben uns 3 Deadlines gesetzt und gesagt, okay, wir müssen bestimmte Ziele erreichen bei diesen Deadlines. Und haben die jeweils noch nicht mal ansatzweise erreicht. Also wirklich so, nicht mehr so in die Nähe gekommen davon. Und haben dann weitergemacht. Ja? Also das waren schon so Momente, wo wir zumindest vorher überlegt haben, ja, da geht eigentlich dann nicht weiter. Aber haben dann doch dran geglaubt. Also ihr konntet euch dann doch irgendwie aufraffen, noch weiterzumachen, obwohl... Ja, ich glaube, das Schöne ist ja bei unserem Produkt, wir waren die Zielgruppe am Anfang oder sind es immer noch. Ja? Also wir haben ja unser Problem eigentlich gelöst, was wir hatten. Insofern konnte man das dann schon sehr gut nachempfinden und auch die Gespräche mit potenziellen Kunden waren immer sehr positiv. Alle haben gesagt, tolle Idee, sind aber dann nicht Mitglied geworden. Das war ein bisschen frustrierend, aber das Grundfeedback war immer positiv. Und das hat es dann auch leichter gemacht, weiterzumachen. Ja. Genau. Gab es dann irgendwie so einen Knackpunkt, an den du dich jetzt vielleicht auch noch erinnerst, wo du, ja, wo es dann auf einmal lief? Also ich glaube, wir brauchten eine gewisse Anzahl von Studios. Also wie gesagt, diese 20, 25 Studios am Anfang, das hat halt null funktioniert. Und als wir dann mehr und mehr Studios hatten, dann lief es irgendwann besser. Aber es war jetzt nicht so ein Moment, wo ich sagen würde, okay, ab dem Moment ging es richtig gut. Aber eine bestimmte Anzahl von Studios, dann lief es immer besser. Ja. Und dann auch mit dem ersten Investments, dass wir konnten dann eine App bauen, konnten in weitere Städte expandieren, ganz klein bisschen Marketing machen. Also das hat dann schon was gebracht. Aber eher graduell. Es war jetzt nicht so von wegen, ja, von dem Zeitpunkt an durch die Decke. Das, das leider nicht. Ja. Allgemein vielleicht mal so die Startup-Szene in Berlin und auch gerade unter euch doch erfolgreichen Gründern, die schon was mehr Erfahrung jetzt in der Szene haben. Was sind da gerade so die Themen, die euch bewegen, wenn ihr euch austauscht? Das variiert dann sehr stark von den Startups, mit denen man spricht. Startups sind in der gleichen Phase wie im Sports Club, da geht es häufig um Skalierungsthemen. Also wie skaliert man weiter? Was sind die Best Practices? Was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut? Finanzierungsrunden ist häufig ein Thema. Was sich auch sehr geändert hat in den letzten Jahren. Inwiefern? Also für uns, da kann ich jetzt nur für den Sport sprechen, das war am Anfang der Horror. Also wir haben wirklich, das war sehr schwierig, Investoren zu finden, als wir gebootstrapped waren, weil das Modell gab es nicht. Also niemand hatte das Modell. Und das Feedback, was wir reihenweise bekommen haben von Investoren, war, ja, das funktioniert ja niemals. Ja? Wer sollte denn da mitmachen? Das ist ein Nischenprodukt. Und das hat sich sehr geändert. Je mehr Daten wir hatten, je belegbarer das Ganze wurde. Also da haben sich die Runden sehr geändert, also auch die Investorengespräche sehr geändert, deutlich angenehmer geworden. Ich glaube, in der Szene allgemein ist mehr Geld da. Es ist eine ganze Reihe von Gründern, die schon Exits gemacht haben, sind wieder investieren wieder. Und das ändert, glaube ich, den Markt, die Situation ganz schön stark. Also da kommt eine weitere Professionalisierung rein, weil es ist ja nicht nur Geld, sondern auch dann Hilfestellung. Insofern, das ist, glaube ich, ein großer Wechsel. Ja. Was sind denn gerade vielleicht so die Probleme, die es in der Startup-Szene hier deiner Meinung nach gibt und wo sich was ändern muss? Also ich bin nicht so der Fan davon, mich zu viel zu beschweren über die Situation, was jetzt an Regulationen und so weiter läuft. Also ich finde, ich mag den Markt hier sehr gerne. Ich mag das Ökosystem sehr gerne. Ich finde, die Politik macht nicht allzu viel falsch, weil sie uns ziemlich in Ruhe da arbeiten lässt. Also da gibt es keine so großen Themen, wo ich mich beschweren würde. Was ein Grundsatzthema ist, es wäre natürlich noch schön, wenn man noch leichter aus dem Ausland und so weiter nach Deutschland holen könnte, den Prozess zu vereinfachen, wobei Berlin Partner da auch einen guten Job macht, zu unterstützen. Aber da das einfach noch einfacher zu machen, das wäre ein großes Thema. Weil Mitarbeiter zu finden, wir hatten es eben, ist eins der großen Themen. Nochmal vielleicht zurück zum Thema Investments. Du hast jetzt gerade gesagt, dass das für euch anfangs ziemlich schwierig war. Wie habt ihr dann trotzdem es geschafft, weiterzumachen, ohne die anfänglichen Investoren, die an euch geglaubt haben? Also das Schöne an dem Modell ist ja, es ist kein Modell, wo ich ein Upfront-Investment von irgendwie 1-2 Millionen brauche. Also wir haben die erste Plattform, die wir hatten, war in Indien gebaut, das war recht günstig gebaut, hat so semi-funktioniert, Mitgliedskarten, wir hatten es eben, es gab keine App, es gab sehr manuell alles. Einfach dem geschuldet, dass wir nicht so viel Geld hatten. Es hat aber funktioniert. Und damit konnten wir dann schon eine gewisse Mitgliederzahl aufbauen, um dann so den Proof of Concept zu haben, um zu zeigen, es funktioniert. Und auf der Basis konnten wir dann auch Investoren gewinnen.
Und je mehr das dann geworden ist, je größer das geworden ist, desto schneller wir wachsen, desto leichter wurde es dann auch Investoren zu finden. Ja. Hältst du das für problematisch, dass Investoren hierzulande erstmal sozusagen den Beweis brauchen, okay, das bringt auch Geld ein, bevor die einsteigen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ändert sich ganz schön. Wie eben erwähnt, dass mehr und mehr ehemalige Gründer jetzt auch investieren, auch ganz am Anfang, so Early Stage investieren, auch mit einem anderen Verständnis. Ne? Mhm. Die wissen halt, wie es ist, sowas aufzubauen. Ja. Die wollen jetzt auf unser Modell, die wollen nicht sehen, dass wir 10.000 Mitglieder haben am Anfang, um dann Geld zu geben, wie es andere Investoren gemacht haben früher. Mhm. Also ich glaube, da hat sich der Markt ziemlich geändert. Aber auch bestehende Investoren, wie jetzt Holzbrink Ventures, das bei uns investiert, die machen auch mehr und mehr Early-Stage-Investments. Also auch da gibt es eine Änderung. Ja, okay. Zum Schluss habe ich jetzt noch mal so ein paar schnelle, knackige Entweder-Oder-Fragen. Genau, du hast jetzt ja mehr als 300 Mitarbeiter. Bist du eher Leader oder eher Boss? Eher Leader. Hemd oder Hoodie-Träger? Boah, wahrscheinlich eher Hemd. Ja, Hoodie trage ich selten, weil es jetzt nicht das Anzughemd ist, darauf lege ich Wert, aber ja, wahrscheinlich sind schon eher Hemd. Genau. Ja. Bootstrapping oder Investoren? Inzwischen Investoren, ganz klar. Ja. Also, wenn man es schafft zu bootstrappen, ja, das hängt sehr vom Modell ab, dann ist es der Wahnsinn. Aber es geht in wenigen Modellen. Ich glaube, bei unserem Modell konnte man starten gebootstrapped, man hätte es aber nicht aufbauen können gebootstrapped. Ja, dafür ist der Markt zu sehr wettbewerbgetrieben. Ja. Mittagspause oder durcharbeiten? Mittagspause. Berlin oder San Francisco? Berlin. Vollzeit oder Teilzeit? Vollzeit. Siezen oder duzen? Duzen, ganz klar. Uni oder Ausbildung? Also bei mir war es Uni, Mitarbeitern ist mir eigentlich egal. Also da zählt dann eher, was sie vorher gemacht haben, also als was sie studiert haben oder was sie in der Ausbildung hatten. Ja. Okay, das war es eigentlich von meiner Seite. Vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank für die Einladung und fürs Gespräch.